Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 3 im blühenden Garten. Sunny ist noch mega angefressen von der letzten Runde. Ja. Dass er das Fieber sich oben nicht bemerkt hat. Ich bin mehr davon angefressen, dass seine vier Pikmins nicht bei dir waren. Ja, irgendwer muss doch auch mal abbauen. Erstmal gucken, Pigments. Ah, wir haben nur die roten. Okay. Oh, das ist die Map mit dem mega vielen großen Viechern. Oh Gott, das wird ein Spaß. Nicht. Also hier können die Pigments nicht gut sterben. Oh, ich muss es treffen! Ja! Ich hab's getroffen, das Vieh mit dem Motiviersaft. Ich liebe es. Im Übrigen, falls ihr euch fragt, wollen wir das am Stück aufnehmen? Wir müssen es so machen, wenn es halt einmal bei mir ist, weil sehr große Zeit dazwischen sind, wann er wieder hier sein kann. Ja, ich bin ja auch berufstätig und also muss auch am Wochenende teilweise arbeiten. Deswegen nutzen wir die Chance, wo er gerade hier ist und nehmen halt am Stück auf. Oh, lecker. Warte mal. Du wirst mich so hassen für die Aktion. Was meinst du? Das kann man auch nur ein einziges Mal machen. Ist das dein Ernst, du blöder Schmetterling? Einfach ganz rotzfrech sitzt er auf dem Vieh drauf. Dafür bin ich den ganzen Weg gelaufen. Mitkommen! Hey du, guck mal mit! Ich will dir was zeigen. Hallo? Ja, mit einem Pikmin könnte ich das holen. Mit einer Armee eher weniger. Noch zwei Pikmins. So, lauf! Lenk sie ab! Ist da oben nicht motiviert? So, jetzt kommt meine Füße erwarten. Komm, treff das Vieh! Danke! Nein! Ja! Aber ich kann sie tragen! Hui! Ich bin zum Abbau! Du hast dich schon so sehr gefreut. Das Dumme ist, ich kann es auch nicht abbauen, weil wenn ich es mitnehmen würde, dann würde das einfach durch die komplette Gegnerbase. Das ist gerade ganz angenehm, um ehrlich zu sein. Ich dachte mir nur, treff das Vieh, treff das Vieh, treff das Vieh! Kraft! Das ist diese ekelhafte Map mit den mega vielen Punktkäfern. Das ist so ekelhaft, wie viele von denen hier rumgammeln. Ja. Boah, Schmetterling, musst du da sitzen. Schnitzt denn bei dir auch auf den Punktkäfer? Ja. Das ist so arschig. Da hast du halt diese Blüten vorher nicht kaputt machen. Na gut, wenn du mindestens 30 hast, kriegst du das Vieh auch klein. So, verfolgen, kommen sie jetzt nicht auf irgendeine Blüte. Irgendwo, wo ich dich leichter treffen kann. Wo es mich nicht direkt umbringt. Ja, da kann ich es einsammeln. Abs. Ach so, dann greif mich mal an! Hast du nicht bemerkt, nein, oder wie? Ich hab's nicht gemerkt. Ja, das bringt dir jetzt auch so viel, ne? Ja, ich wollte nur ein bisschen reinkommen. Da soll sie nicht hin. Das Vieh kann ich fressen, nur die Braunen. Hallo? Also der Kupidos Hauptplatz ist natürlich hier jetzt in der Mitte, wo die ganzen Viecher sind. Die Kirschen, die können halt einmal das Spiel komplett rumreißen. Es ist so krank. Ich habe einen Grund gehabt, warum ich da nicht lang gelaufen bin, ne? Ich habe ihn auf jeden Fall nicht geweckt. Ja, genau das wollte ich ja die ganze Zeit versuchen zu vermeiden, dass ich ihn wecke. Sonst hätte ich mir schon längst das hier geholt.
Ich glaube, der sitzt gerade gut. Nein. Weg, Leute, weg. Oh, das könnt ihr mitnehmen. Das hast du gesehen, ne? Ja, ich hab das gesehen, wie es die Orange einfach weiter geschoben hat. Das ist manchmal so merkwürdig. Ein Einzelner kann das dann wegschieben, wenn das im Weg liegt. Ja. Weird. Lauft einfach weiter, Jungs! Lauft einfach weiter! Ich glaub an euch! Sie haben es geschafft. Sie haben den Krieg überlebt. Mit der Orange. Ich hab's geschafft. Oh, da liegt was Schönes. Achso, da ist schon wieder das große etwas. Wie kannst du die nicht sehen? Schade. Ist das? Ich hol mir meine Pikmins. Ich hol mir meinen Pikmin. Und dann wird der Krieger gesettelt. Let's go! Ja! Ich hab welche getroffen! Ja, relativ weniger eigentlich. Ich glaube zwei Stück oder so. Ich brauche nur noch diese böse Termite. Wo ist die? Ey, komm, solange ich den Booster habe. Solange man den Booster hat, muss man ihn ja mal nutzen. Auch eine? Ich kann noch helfen. Ach, nur er hat sie. Lauft! Ja! Danke! Nein! Die Reaktion. Ja! Nein! Ja, ich hab das falsche etwas getroffen! Die Dinger fliegen halt auch komplett random. Aber die Reaktion war super. Dass aber auch so viele von denen da sind, das ist so ekelhaft. Von den Punktgebern meinst du? Ja, von den riesigen. Nee, vergiss es, den mal lass ich den nicht. Aber schau mal, dass du hier einen verlorenen Kampf ausfechtest, ne? Ich behindere dich ein bisschen. Das ist kein verlorener Kampf. Sache wieder mal. Aber das Ding muss ich auch mal einsetzen. Ich habe so viele Optionen. Guck mal, wie viele Optionen ich habe. Das ist auch schon wieder krank. Ach du Scheiße. Hm? Ich sehe das immer. Gewonnen. Nein! Er hat seinen ersten Punkt. Was für ein Schwach. Aber jetzt lustig, wenn du jetzt 6 Mal am Stück gewinnst. Wenn wir wirklich so einen Entscheidungsschlag machen müssen, dann muss ich nur ein extra Farb mir zeichnen. Weil bei dem Spiel zeichne ich die ja alle. Ja, ich weiß, hast du mal erzählt gehabt. Und ich hab's nicht nur erzählt gehabt, ich mach das auch. Oh, ich sehe den Block. Aber ich glaube, da rollen sie runter. Oh, hi. Mensch, ich würde es ja angreifen, aber... Man muss da einfach drauf werfen. So, jetzt soll ich mich aber auch mal an die Blüten machen. Auch so viele Bomben zum Start. Ja, das ist. Das
vereinfacht das Spiel mega. Auch das musst du drauf werfen. Es bleibt nicht lange. Was bringt das, wenn ich drauf werfe? Das ist Items frei. Wie du ihn verwerten kannst. Da wohnt halt auch noch Nektar. So, Nektar wird nicht genommen. Ist hier irgendwas vergraben? Nö. Alter, wie viele Bomben? Das ist die Bombenschlacht. Ja. Du warst so ein Ekelhafter. Ich muss die einmal kurz beiseite legen. Sonst kann ich die nicht einsetzen. Danke. Ist diese Runde einfach nur krass, ey. Ich wollte gerade sagen, die ganze Zeit will ich eigentlich, dass sie das laufen können. Jetzt habe ich offen. Ich bin nicht weit gespawnt. Also der Teleporter, der ist echt einfach nur Müll. Er kann gut sein, aber... Das Spiel liebt mich. Wieso? Das macht mir das Leben einfach. Warum nehmt ihr das mit? Ihr solltet eigentlich die Termiten töten. Glauben sollen das nicht. Was tut ihr da? Ins Wasser springen. Die wollten duschen. Beziehungsweise sie wollten mal kurz baden gehen. Hat sich das verübelt? Ja. Jetzt. Ich krieg Kirschen ohne Ende. Ich mach gleich einen Kirschkuchen. Warum rennen die mir hinterher? Die sollen stehen bleiben. Pflanzen schrottet das übrigens auch. Kann ich nicht gebrauchen. Einfach einsetzen, dann habe ich sie in der Reserve. Ja, endlich! Ich hab's zwar getroffen, das Vieh, aber hauptsächlich deine Pigments. Weißt du, was schön ist, ich hab gleich noch meins. So, die blauen wird fast abtransportieren, weil die blauen sind hier wertvoller als die roten. Wegen dem Wasser halt. Ich würde hier nach dir werfen, aber da ist eine Brücke über dir. Andere Bombe hätte ich jetzt fast dran gekriegt, ne? Ja. Irgendwie muss man sie auch mal verwehren. Das ist richtig. Ja! Die Bombe kriegst du nicht. Ich hab getroffen.
habe die Bösen vernichtet. Ich bin nicht der Böse, du bist das pure Böse. Ich weiß nicht, wovon du redest. Natürlich weißt du das nicht, natürlich nicht, nein. Hallo, ich bin das gute Person. Und ich sehe, was du brauchst. Gerade genau das hat gesammelt, was du eigentlich bräuchtest. Wo sind meine Kopidos-Granaten? Du kriegst keine. Die Bösen kriegen keine. Aber ich verdiene welche. Ich dachte so, dass alles. Ja! Als ob! Das Spiel will nach 6 zu 6. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns bei der nächsten. Also, ich hatte Spaß. Sunny ist auf jeden Fall dabei aufzuholen.